Wir sind hier gerade im bonus-danischen Raum des Dämonengottes, hieß der, glaube ich. Und, ja, haben gemerkt, dass das hier einfach eine Aneinanderreihung von alten Dungeons ist, die wir schon kennen. Wundervoll, man sieht wieder, wie viel Arbeit sie da reingesteckt haben. Und deswegen machen wir jetzt hier auch weiter, gucken uns hier weiter um, suchen nach dem richtigen Weg, hier sehr wahrscheinlich nicht. Oder das kann man irgendwie umgehen. Schon, das ist ja die Theromit-Mine gewesen. Diese Stellen, wo da Gift ist, die kann man irgendwie umgehen. Da oben war damals eine Schatztruhe, glaube ich. Hier gibt es halt nicht mal irgendwelche optionalen Schätze oder so. Das ist voll schade. Hier ist einfach noch Verblasser drin. Alles klar. Und auch diese komischen Walrosse nochmal neu. Oh. Ich kann alle treffen. Die Verblasser, genau, müssen sofort sterben. Aber das Galumpa, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist sogar neues Galumpa. Also neues Walross. Oh, sie macht einen Schaden, cool. Ich glaube, das käme noch nicht, das Galumpa. Das Walross. Ich weiß nicht, wie die anderen Walrosser hießen. Das Ding ist ganz cool. Aber ich finde es wirklich echt schade, dass man sich mit dem Bonus dann schon irgendwie so ziemlich keine Mühe gegeben hat. Und einfach Gebiete aus dem Spiel nochmal kopiert hat. Einfach STAGV. Es ist wirklich schade. Einfach Copy und Paste. Also erstmal Steuerung C und dann Steuerung V, logischerweise. Copy und Paste. Ich hab zuerst Steuerung V gesagt. Kriegsschrei. Au. Das ist dumm. Sie hat einfach von allen die Dings gesenkt. Aber was soll's. Ich habe halt wirklich nichts erwartet, aber das hat meine Erwartung nochmal unterboten. Ich dachte, wir bekommen wieder irgendwie in Setsuna irgendwelche Ruinen oder so, die ganze Zeit aussehen könnten. Aber Pustekuchen, einfach Gebiete, die wir schon mal gesehen haben. Aber vielleicht ist ja noch der Bonus-Dungeon und die anderen sehen nochmal anders aus. Ich meine, ich erwarte es nicht, aber vielleicht werde ich ja überrascht. We will see, we will see. Ich bin gespannt, Leute, ich bin gespannt, was dieses Spiel hier noch zu bieten hat. Ich habe es auch gemerkt, der Kunden lohnt sich halt nicht, weil die Gegner kennt man meistens eh schon. Auch die hier zum Beispiel, die waren damals vom Schiffsfriedhof aus, sind ja scheinbar noch ein bisschen stärker oder so, keine Ahnung. Zumindest halten die halt viel mehr auf als damals auf dem Schiffsfriedhof. Und, ja, das ist ein bisschen doof. Aber wir hauen trotzdem drauf, wenn gut ist. Und ich bin mal gespannt, wie wir hier am Ende durchkommen werden und so. Was jetzt noch kommt. Und auch, wie die anderen Bonus-Dungeons aussehen werden. Wie gesagt, vielleicht ist es ja auch wirklich nur der hier. Vielleicht sehen die anderen beiden noch cooler aus oder so. Ich bin ja gespannt. Aber das unterbietet halt nochmal wirklich das Ruin-Design aus dem ersten Teil. Also aus einer Setsuna, meine ich. Weil einfach, das waren halt wenigstens vom Aufbau her neue Dungeons. Sie sahen zwar aus wie jede andere Ruine im Spiel auch, aber es waren wenigstens vom Aufbau her irgendwie neue Dungeons, die man so noch nicht gesehen hat. Und hier haben sie wirklich einfach Copy und Paste genommen und genau die gleichen Gänge und alles nochmal übertragen. Ich meine, es wäre ja halb so schlimm gewesen, wenn sie zum Beispiel einfach hier das Design von den Theromitenminen genommen hätten und daraus was Neues gemacht hätten. Einfach die Räume irgendwie neu angeordnet hätten zum Beispiel. Oder auch, was wir im letzten Part hatten, die Narbenspitze zum Beispiel. Wenn sie da das Design der Narbenspitze genommen hätten einfach und da irgendwie einen neuen Dungeon mitgebildet hätten. Das wäre viel cooler gewesen und hätte ich auch mehr gefeiert als das hier gerade. Weil ich frage mich gerade, warum ich das hier eigentlich mache. Hey, es gibt am Ende einen optionalen Bossgegner, also ich weiß, der auch neuer Bossgegner angeblich ist. Wir werden es ja sehen. Aber ja, toll. Trotzdem finde ich es einfach irgendwie echt schade, was man daraus gemacht hat. Naja, aus dem Bonus dann schon so viel Cooles machen können irgendwie. Aber was soll's. Ich will jetzt nicht mehr meckern. Wir genießen jetzt die letzten Parts des Spiels. Die letzten Bonus-Dungeons, wie gesagt. Und gucken mal, was hier noch so auf uns zukommt. Im Rahmen dieser Dungeons. Und ja, ich hoffe mal, das wird relativ schnell abschließen. Es fehlen ja noch zwei Bonus-Dungeons, aber kann sein, dass das jetzt wirklich vielleicht sogar ein neues Design ist, weil das kommt mir gerade im Aufbau ja nicht allzu bekannt vor. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da oben ist noch ein Weg. Den will ich absuchen. Da könnte halt auch der richtige Weg sein, dort oben. So, bekomme ich irgendwie hier mehrere drauf? Ich bekomme halt nur die. Bekomme ich hier beide Verblasser drauf?
Das wäre ganz praktisch. Scheinbar nicht. Doch! Doch, doch, doch. Sehr schön. Dann kann er sich verplatzer schon mal eliminieren. Bam, bam, badam. Ist jetzt wirklich nicht gestorben? Okay. Meinetwegen. Jetzt aber. Bam. Oh, natürlich trifft der erste Treffer nicht. Ist aber wieder typisch. Au. Oh nein, er kann das auch. Das konnten die auch schon in einem Setsuna, die ganzen Vögel. Irgendwie Haie mit ihren Federn und so. Das ist nervig. Bam, 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 bam. So. Oh. Ich habe mich drauf geachtet, dass das böse war. Der Schaden, dass das dunkler Schaden war, roter Schaden. Dass der Pfeil rot war, meine Güte. Jetzt bei Kanata. So, sie regeneriert irgendwie ihre MP. Sehr schön. Und du bist auch tot. Wundervoll. Hoffen mal, man merkt, wenn man auf der Ebene des Bosses ist, weil ich denke mal, es gibt in den Dungeon auch einen Boss, wie gesagt. Ist hier oben vielleicht? Ja, da ist das Ding. Sehr schön. Wobei ich... Sogar das Hieromid haben sie hinten dran gelassen. Als hätten sie auch ruhig rausmachen können, weil jetzt merkt man halt richtig, hey, das ist wirklich nur komplett der Hieromid-Stollen. Oder nichts anderes. Sondern das tut mir so weh irgendwie. Man könnte sich so cool anstrengen und irgendwie einen geilen Bonus-Dungeon machen. Was macht man einfach sowas? Ich meine, ich mag das Spiel wirklich. Ich mag es auch ein bisschen mehr als einem Setsuna im Prinzip. Jetzt im Vollen und Ganzen. Die Story finde ich zwar deutlich in Setsuna besser. Also, das heißt deutlich. Nicht deutlich, aber finde ich so ein bisschen Setsuna besser. Aber vom Gameplay her ist das Spiel wirklich nochmal um einiges cooler als Setsuna. Und eigentlich auch von der Vielfalt. Und deswegen triggert es mich eben umso mehr, dass es hier nur so einen kopierten Bonus-Dungeon gibt. Aber ich sollte mich vielleicht wirklich nicht mal so aufregen und einfach warten, was in den anderen Bonus-Dungeons noch so kommt. Vielleicht sind die ja anders. Wir werden es sehen. Aber ich habe wirklich so eine Vermutung, dass sie jetzt nochmal jeden Dungeon durchkauen werden innerhalb der Bonus-Dungeons. So. Hey, ich nehme diesen Theromit mit hier, ja? Cool. Mann, ey. What the fuck, was war das für ein Lag? Habt ihr das auch gesehen? War das heißt... Keine Ahnung. Das war mega seltsam. Weil vor allem, ich spiele die PS4-Version. Deswegen, wenn ich jetzt die PC-Version spielen würde, könnte ich es nachvollziehen irgendwo, weil... Ja, ich habe halt nicht den leistungsstärksten PC und so, aber in der PS4, solche komischen Lags, ich komme nicht mehr rum, glaube ich. Das ist seltsam, aber okay. Meinetwegen ist es halt so. So Betty. Nice. Aber Leute, falls ihr mal ein Spiel entwickelt, nehmt euch bitte nicht Eims... Quatsch. Lost 4 als Vorbild für das Dungeon Design, auch nicht Eims zu nah, bitte. Mann, ey, das ist echt schade. Ach ja, vielleicht. Die Entwickler sollten einfach mal so ein altes Final Fantasy spielen. Sie versuchen ja, so cool wie ein Final Fantasy zu werden. Es soll einfach ein klassisches JRPG werden, das Spiel. Mehr. Oh, soll es gar nicht werden. Es soll ein klassisches JRPG sein. Und daran erinnern, die ganzen alten Fans wieder. Vielleicht zurückholen und so und an die ganzen alten Final Fantasy und Chrono Trigger und so erinnern, an Dragon Quest, was weiß ich, die ganzen alten guten JRPGs auf dem SNES hatte. Ich will jetzt nicht sagen, dass später keine guten JRPGs mehr rauskamen, aber das war also wirklich die Hochzeit, als voll viel davon rauskam und als auch die meisten Fans hatte. Heutzutage sind JRPGs eher so das Nischen-Genre, ich kann nicht mehr reden, im Vergleich zu meinetwegen westlichen RPGs, kann man es ja auch angeln, Alter. Okay, alles klar, selbst das haben sie einfach kopiert, scheinbar. Bekomme ich nicht mal irgendwas, doch. Jedenfalls im Vergleich zu westlichen RPGs, oh, das war ziemlich viel, sind halt die JRPGs heute eher das Nischen-Genre. Und I'm Setsuna und Lost 4 sollten halt so ein bisschen die alten Fans vielleicht wieder zurück zu den ganzen Serien holen. Da oben kommen neue Gegner vor. Ich glaube, die Dinger da drüben waren auch neu. Deswegen, ich will sie halt vorsichtshalber herausfordern. Jedenfalls, das Ziel dieser Spiele war halt, hey, wir holen wieder alte Fans des Genres rein und zeigen denen, sowas wird heute immer noch gemacht. Und so weiter und so fort.
Und das ist halt wirklich der einzige Grund gewesen, mit warum das immer noch rauskommt. Ich finde es ja auch cool, dass Square... Oh, nice. Das ist ziemlich gut gerade. Ich finde es ja auch richtig gut, dass Square sowas gemacht hat. Die haben ja dafür, eigens dafür, den Tokyo RPG Factory gegründet. Dafür, dass alte, klassische JRPGs immer noch rauskommen können. Und dass sie sich ja quasi nicht selbst drum kümmern müssen, sondern dass sie eine Partnerfirma haben, die das für sie macht im Prinzip. So. Und die sollten halt wirklich mal ein altes Final Fantasy durchspielen, ein altes Chrono Trigger nochmal komplett durchspielen, alle zusammen am besten, also halt sehen, wie haben das die alten Spiele gemacht und was können wir daraus lernen. Weil Lost 4 und vor allem I Am Setsuna sollten halt vor allem an Chrono Trigger erinnern und vor allem die alten Chrono Trigger Fans ranholen. Das sieht man daran, dass es auch so beworben wurde und dass das Kampfsystem ja auch voll am Chrono Trigger angelehnt ist von I Am Setsuna. Hier von Lost 4 eher weniger. Da gibt es vielleicht mit den Vulko-Suits so ein bisschen wow, super Übereinstimmungen, sag ich mal, im Kampfsystem. Also da gibt es zum Beispiel auch so einen X-Schlag, was auch eine Technik in Chrono Trigger war und so und all sowas. Und vor allem das sollte halt die alten Chrono Trigger-Fans wieder ranholen. Aber Chrono Trigger macht einfach in der Struktur, im Pacing und so weiter und so fort so viel besser als dieses Spiel hier. Ich will es wie gesagt nicht sagen, dass es schlecht ist. Ich mag das Spiel halt wirklich im Prinzip. Hallo, bist du bescheuert? Im Prinzip echt ziemlich gern, definitiv. Es ist wirklich ein schönes Rollenspiel. Aber halt nicht wirklich genauso gut wie so ein altes Final Fantasy oder eben Chrono Trigger. Und wie gesagt, wir sollten sich mal zusammen hinsetzen, dass die ganze Firma und so ein Spiel durchspielen und gucken, was haben die besser gemacht, ein bisschen analysieren und was können wir daraus lernen. Vor allem in Sachen Struktur und vor allem in Sachen Dungeon Design. Diese beiden Sachen, die müssen die halt wirklich noch stark verbessern. Ich mag I Am Setsuna und Lost 4. Es sind beides sehr schöne Spiele. Vor allem von der Story her. Gameplay, wie gesagt, müssen sie noch ein bisschen was lernen. Aber sie können halt wirklich noch was von den alten Entwicklern dieser Spiele lernen. Und dann können sie auf ihren eigenen Beinen stehen quasi und was eigenes entwickeln. Ich meine, man merkt an vielen Ecken und Enden des Spiels einfach, dass sie halt sich davon inspirieren lassen haben. Zum Beispiel dieser Schiffsfriedhof. Sowas gab's. Yo, bist du gestört? Oh, bitte! Sowas gab es halt zum Beispiel in Final Fantasy 5. Daran merkt man einfach voll, sie haben da Final Fantasy 5 genommen und genau sowas, was es da auch gab, in I Am Setsuna, Quatsch, Lost 4 ist wieder eingebaut. Genau das gleiche im Prinzip wieder. Und ja, das ist einfach, es ist einfach schade. Sie könnten halt viel, zum einen viel selbstständiger sein, aber wenn sie sowas einbauen, dann sollten sie eben auch ein bisschen Dungeon Design lernen und so. Weil der Schiffsfriedhof hat sich genauso gespielt wie der aus Final Fantasy 5. Ich meine, es war jetzt am Ende storytechnisch ein anderer Grund, warum sie da waren und auch, war das storytechnisch anders aufgebaut, sag ich mal. Weil man da am Ende auch einen ganz anderen Bosskampf hatte als in Final Fantasy 5, was weiß ich. Aber man merkt einfach, hey, die haben sich das angeguckt und das sich davon inspirieren lassen, aber hätten es eben noch cooler machen können. Das Spiel soll einfach voll auf Nostalgie spielen und so. Und deswegen, ja, gibt's das Spiel. Aber man hätte wirklich einfach in so vielen Punkten noch einiges besser machen können. Aber wie gesagt, ich will nicht auf den Entwicklern jetzt irgendwie rumreiten oder so. Sie haben wirklich einen relativ guten Job abgeliefert, aber es könnte halt noch an vielen Ecken und Enden besser sein. Vor allem, ach so, cool. Und vor allem mit mehr Ideen gespickt sein. Mehr eigenen Ideen. Das ist halt wirklich so die Sache. Aber ansonsten ist Lost 4 und auch einem Setsuna echt ein ganz schönes Spiel. Aber wie gesagt, es könnte eben noch besser sein. Gut, jetzt habe ich voll lange darüber geredet und weiß gar nicht, wo wir jetzt eigentlich hier überall schon waren und so. Ach ja. Es ist eben... Man merkt eben, dass es erst ihr zweites Spiel ist. Es fehlt den Entwicklern einfach noch ein bisschen an Erfahrung und ja, an eigenen Ideen, wie gesagt. Aber ich meine, die ersten Final Fantasies waren ja auch im Prinzip noch nichts Großes und so. Da hat man ja auch noch gemerkt, hey, das sind nicht wirklich noch nicht die Entwickler,
die dann am Ende sowas wie Final Fantasy 6 und Final Fantasy 7 erschaffen haben. Bei Final Fantasy 1 und 2 vor allem. Die waren einfach von der Story her nicht so ausgeprägt. Sie waren von den Ideen her, vom Dungeon Design her, vor allem von Dungeon Design her, merkt man, ey, das sind im Prinzip, hört doch auf, noch ganz andere Entwickler, die noch kaum Erfahrung haben. Und das merkt man eben hier auch. Ich bin gespannt auf deren drittes Spiel. Ich bin gespannt, wie deren drittes Spiel aussehen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dann noch einiges mehr auf dem Kasten haben. Ich meine, sie haben ja wirklich aus der Kritik von Ayu und Setsuna größtenteils gelernt und wirklich einiges im Vergleich zu Ayu und Setsuna besser gemacht. Zum Beispiel eben, dass es mehr Vielfalt gibt. Aber sie haben auch im Interview zum Beispiel gesagt, dass sie sich für Ayu und Setsuna halt wirklich wegen der Story und so erstmal nur auf ein Setting, nämlich das Schneesetting, konzentrieren wollten. Und es deswegen auch so viele Schneegebiete im Spiel gab und so. Und das finde ich auch gut. Aber trotzdem hätte eben mehr Abwechslung da sein sollen. Naja, was soll's. Es sind wie gesagt trotzdem sehr schöne Spiele. Und ja. Und vielleicht, sie haben sich auch mit Lost 4, finde ich, an manchen Stellen einfach ein bisschen übernommen. Weil, guck mal, wie viele Features die eingebaut haben. Die haben irgendwelche Mech-Anzüge eingebaut, die Vulko-Suits eben. Und sowas gab es ja alles gar nicht in einem Set zu. Das sind einfach neue. Das sind zum Beispiel neue Ideen, aber sind eben noch nicht so stark ausgeprägt. Da wäre halt noch viel mehr mit denen gegangen. Wo muss ich eigentlich hin? Ich sehe ja irgendwo kaum meinen Zielpunkt. Es ist eine neue Idee, aber die ist eben noch nicht wirklich ausgeprägt. Und nicht wirklich, ja, so stark implementiert. Man kann noch kaum was mit den Vulko-Suits machen. Sie sind zwar mega stark und man kann Steine mit denen kaputt machen, aber hey, mehr halt nicht. Und das ist so die Sache. Das ist einfach, sie haben sich ein bisschen übernommen, finde ich. Sie haben diese Idee gehabt, hey, wir haben jetzt hier einen Vulko-Suit, damit können wir was machen. Aber sie haben dann eben, oh, ich wollte nicht gegen dich kämpfen, Mann. Ja, nicht wirklich viel gemacht. Zum Beispiel auch, sie haben auch das Kochen eingeführt. Okay, das stimmt nicht. Es gab auch schon in einem Setsuna-Gericht, das stimmt. Aber das sind einfach so, das sind alles so viele Systeme, die sind einfach kaum ausgebaut. Dieses ganze Vulko-Kampfsystem und so, es ist im Spiel implementiert, aber irgendwie kann man halt kaum was damit machen im Prinzip. Es ist noch nicht so viel mit diesem ganzen System und allem möglich. Es ist irgendwie, ja, schade. Sie hätten so viel mehr im Prinzip aus dem ganzen Zeug rausholen können, aber sie haben noch nicht ihre ganzen Möglichkeiten so genutzt und so. Aber naja. Es sieht halt auch einfach jeder Fan des Genres, dass Lost 4 nicht das beste Spiel der Welt ist. Klar kann man es mögen, klar kann man die Story gut finden und so, aber man merkt einfach, dass sie noch sehr unerfahren sind. Und wie gesagt, vor allem JRPG-Fans merken eben, hey, die haben sich sehr viel Inspiration aus anderen Spielen geholt, sie haben versucht, irgendwas Cooles einzubauen, aber sich einfach, wie gesagt, ein bisschen übernommen, finde ich. Und das merkt man eben an vielen Stellen des Spiels. Aber ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht länger drauf rumreiten im Prinzip. Sie haben ja, wie gesagt, einen relativ guten Job gemacht, aber es könnte halt noch besser sein. Und das ist eigentlich im Prinzip auch mein einziger Punkt, der so ein bisschen Kritik sagt. Es ist ein sehr schönes Spiel, aber es könnte besser sein. Gut, dann wollen wir jetzt hier mal den. Wo ist denn hier der Weg? Wo ist denn hier mein Ding? Mein Teleporter, ich finde hier keinen irgendwie. Habe ich einen Weg bisher übersehen irgendwo? Ich finde hier keinen Teleporter. Bin ich blind oder ist vielleicht hier bei den Viechern was, die ich ausgelassen habe, hier unten irgendwo. Da geht's, glaube ich, noch weiter, unten, links. So. Ich glaube, ich könnte so noch mehr treffen. Ja, es sollte mehr sein. Bam, 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 bam. So. Oh, jetzt ist er abgehauen. Sehr schön. Kannst du ja alles irgendwie treffen?
Nee, nicht Rockfläche. Gern geh halt so viel drauf. Ja! Gut. Ihr merkt schon, wir gehen so ein bisschen die Themen und die Ideen fürs Kommentieren aus, weil es jetzt wirklich alles hier gerade ein bisschen träge ist, weil eben kaum was passiert hier gerade. Weil es wirklich einfach nur... Nee, ich gehe so viel drauf, in einer anderen Tarnung. Weil es halt wirklich nicht ein allzu spannender Bonus-Dungeon ist. Alles Gebiet, die wir schon mal kennen. Naja, was soll's. Bam, 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 bam. Badam. Sehr schön. Galdra ist halt wirklich so stark. Das ist so geil. Ich liebe Galdra. Und in Sachen Storywriting und so und Charaktere, da sind sie halt wirklich schon auf einem richtig guten Weg. In Sachen Charaktere haben sich in dem Spiel, also ich glaube im Prinzip nicht unbedingt verbessert, aber schon so ein bisschen irgendwo. Sie sind schon ein bisschen in Sachen Charaktere irgendwie, haben sie mehr draus gemacht aus ihrem Cast, sag ich mal. Bubu. Ne, Bubu. Doch, Bubu. Das ist eigentlich Bubu, aber... Ich denke mal, es liest sich eher als U. Und einfach auch so in Sachen Story haben sie auch versucht, was Größeres zu machen. Und haben sich damit vielleicht auch so ein bisschen in die Story-Lücken rein versetzen lassen. Weil manche Sachen ergeben einfach für mich... nicht unbedingt Sinn, sage ich mal. Oh, beziehungsweise, ich habe schon so ein bisschen darüber geredet, irgendwie manche Sachen, da reden die Charaktere von, obwohl sie noch gar nicht wissen, was das zum Beispiel ist oder so. Hatten wir ja schon ein paar Mal im Spiel. Irgendwie meinetwegen, wie hieß denn das Ding? Das, was, nein! Lumina, dieser Spirit Knight Kern. Man wusste eigentlich gar nicht, was das so richtig ist, und die Charaktere benutzen diesen Begriff einfach und ja, denken sich so, ja, cool, ist halt irgendwas, und haben eigentlich keine Ahnung so richtig von dem ganzen Stuff, und das war so ein bisschen seltsam irgendwie. Naja, was soll's. Kann dieses eine Viecher bitte sterben? Das wäre voll geil. Oh, natürlich verfehlst du! Weh, du teilst ihn nochmal auf oder so, dann bin ich genervt. Könnt ihr mal aufhören, meine ganzen MP rauszusaugen, ihr Mistviecher. Oh, ich dachte, der andere war bereits tot. Säure. Der ist wirklich Stopp, ernsthaft. Och, was ist denn los? Mann, ey. Jetzt lass mich doch den Kampf beenden. Bringt sie alle um. Wieso denn das nicht? Ich kann halt einer mit treffen. Nee. Ja! Yeah. Sehr schön, er ist tot. So, Valkyrie. Ah, ich will keine MP. Bam. Sehr schön. Oh, er ist tot. Wundervoll. Silmünzer, Blablabla, Ninja-Gewand. Das kann ganz cool sein. Gleich mal ausrüsten. Also man kann hier wirklich gut scheinbar... Moment. Ja, du brauchst noch was Neues. Man kann ja scheinbar wirklich ganz gut... Oh, das ist... Bla, es ist nicht besser. Man kann ja scheinbar wirklich ganz gut Ausrüstung farmen und so. Von den ganzen Gegnern. Oh Gott, neuer Gegner. Okay, erstmal kurz Äther reinknallen. Dir hier vor allem. Ja, komm, du kannst auch nochmal einen bekommen. So geheilt bin ich im Prinzip. Ich habe noch trotzdem eine Ex-Heilung auf alle. Ja, das soll reichen. Ist ja drüben der Teleporter? Das sind auch Gegner. Ja, dort oben ist okay. Dann besiege ich die auf der Seite. Dass ich schön die Monsterbuch habe und so. So, au, oh, die können sowas. Dann gehen wir ein bisschen weg von den anderen hier, lieber Lok. Sehr schön. Das ist so nervig. Du machst den Funkenreißer auf
die alle. Du machst am Anfang oben, nicht das Loch, dass du dich neben dem Loch stellst und die dann dich mit in den dunklen Sprudel reinbekommen können. So, sehr schön. Du machst leuchten. Alle ein bisschen zu heilen. Ah, sehr schön. Und du machst den Spitzenregen. Hoffentlich reicht das. Weil ihr solltet jetzt alle, ihr habt einiges bekommen haben, sehr schön. Und du bist jetzt eigentlich so gut wie tot, hoffe ich mal. Nee, dann noch jetzt. Natürlich darfst du noch angreifen. Ah, halt nochmal, so ein Opfer, jetzt stirbt doch. Oh, jetzt aber, komm. Dankeschön, gut. Ich denke, es ist aber Zeit, den Part zu beenden. Die sind echt lang, die Bonus-Dungeons. Im nächsten Part geht es dann hier in der nächsten Ebene weiter. Okay, das scheint das Ende zu sein. Kann ich es hier speichern? Natürlich nicht. Ja, geht es im nächsten Part gegen den Boss weiter. Bis dann, ciao. Euer V-Road, tschüss.